Willkommen hier zurück bei City Skylines. Ich sehe es gerade, ui, wir haben ein bisschen Geld. Das ist okay. 381.000 Öcken haben wir. Wir haben 19.000 im Plus, das ist schön. Dabei haben wir noch ordentlich Nachfrage sogar. Also das ist, wir sind noch nicht, sag ich mal, an unserem Ende angelangt. Wir können das machen, wir können eventuell schauen, ob wir denen nicht doch noch ein paar schöne Richtlinien hier hinwerfen und vor allem mal so ein paar weitere Bereiche hier machen. Das wäre vielleicht nochmal ganz nett. What Hills haben wir gesagt, das ist, da kann man super hier, kostenloser Nahverkehr ist super. Haben sie das überall? Ja, ne, so halbwegs. Doch, das ist alles richtig. Hier hatten sie, glaube ich, noch Besteuerungsänderung. Genau, Steuerentlastung für gering besiedelte Wohngebiete hatten wir sonst nicht. Gut. Genau, was ich noch machen wollte, ist natürlich, wobei, habe ich doch schon. Diese Sache hier an die Autobahn anschließen, habe ich schon gemacht, stand in den Kommentaren, habe ich aber schon gemacht, haha. Was ich nochmal mir überlegt habe, was ich nochmal gefühlt ein bisschen, naja, überschlafen habe nicht, aber, ne, es ist halt noch nicht so. Also ich habe nochmal überlegt, dass ich das hier nicht ganz so weit rausziehen möchte. Es sieht zwar cool aus mit der Bahn, aber ich möchte das gar nicht so weit da außen rumgewurstet haben. Es soll erst ein bisschen kreisförmiger sein, das wäre ganz nett. Muss ich mal gucken hier. Ich hoffe mal, doch, es geht noch immer. Soll jetzt auch nicht komplett hier dicht dran werden. Aber zumindest so ein bisschen, dass es nicht so Ewigkeiten da ganz hinten rausgezogen wird. So, ist doch schon angenehmer. Ist jetzt nicht ganz nach hinten, sondern bis weiter hier. Ist auch noch nicht so ganz die Mitte hier, aber denk mal, es passt schon. Da wird schon niemand meckern. Strom ist gerade mal wieder etwas schwach vorhanden. So, zwei hoch, rüber damit. Wie? Ja, nee, du sollst es nicht abreißen da. Du sollst das verbinden. Hallo. Es wäre nett, wenn das funktioniert. Okay, man muss da oben drauf ziehen. Alles klar, sehr gut. Das ist schön. Die ganzen Sachen müssen noch angebunden werden. Das wäre nochmal sehr nett. Könnte ich... Ja, könnte ich gucken, dass ich das jetzt vielleicht mache, bevor ich da noch weitere Gebiete baue hier. Das kann ruhig alles mit diesen kleinen Verbindungen sein. Das müssten nicht immer... Habe ich... Warte mal, wie habe ich das hier bei der Autobahn... Wo ist die Autobahn? Da. Hier habe ich immer die Zweier genommen, ne? Nehmen wir doch die Zweier, doch, das geht. Weil dann brauchen die da... Dann stehen die bei der Abfahrt nicht so Ewigkeiten in der Gegend rum, wenn die da zu zweit runtergurken. Eventuell könnte man hier noch gucken, dass man das weiterführt, diese Straße hier, oder man das hier nochmal ranführt. Das wäre vielleicht noch ganz sinnvoll, hier eine Verbindung von da nach da zu haben. Das können wir aber alles nochmal machen. Denke ich mal, im Laufe der Zeit. Dadurch, dass es so einigermaßen... Hallo? Achso. Dadurch, dass es einigermaßen schräg gehalten ist hier, wie die Bahn hier, wie die Straßen hier aufeinandertreffen, ist das ein bisschen... Ja, ein bisschen schwierig. Ich weiß ja nicht, ob ich... Na, das geht so nicht. Ich muss erst die andere machen. Das geht dann besser, glaube ich. So. Das Stück hier einigermaßen lang halten, damit die da entsprechend bremsen können und sich nicht auf der Autobahn selber im Weg stehen. Und hier nochmal eine andere machen? Ich weiß es nicht. Wenn ich das hier... Ich muss das mal ausmachen hier. Wenn ich das hier runterführe erstmal und dann da hoch, das geht. Sieht zwar jetzt ein bisschen blöd aus, aber dann, das erspart uns ein bisschen ein paar Hindernisse. Von hier kann ich da direkt... Okay, da können nur Geländewagen fahren, das passt schon. Gefälle zu steil, ja, ich sehe es. Das ist aber mal arg zu steil. So, so aus. Ist natürlich nicht unbedingt schön. Ja, das geht. Da brauchen wir Fantasie, das geht. Das passt schon. Man hätte es auch mit so einer schönen Schlaufe machen können, aber ich will ja, dass die Straße hier noch weitergeht, damit man auf der Seite auch noch entsprechend andere Wege daran legen kann. Das finde ich immer noch sehr schick, muss ich sagen, dass es so überlappend ist hier. Finde ich gut. Kann man auch, also man kann da wirklich, wenn man sich ein bisschen Mühe und ein bisschen Zeit nimmt, also Mühe gibt und Zeit nehmen, ne? Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Dann kann das auch ganz hübsch werden. Der Strom ist schon wieder unterbrochen. Also man kann hier jetzt relativ viel Frickelkrams machen. Und dann kommt da schon cooles Zeug bei rum. Es wäre nett. Warte mal, ich muss das mal unter... Wobei, ich lasse das mal laufen hier. Ich versuche das mal. Das hier... Da fuhr gerade eine Bahn lang. Tut mir ein bisschen leid für die Bahn und für die Passagiere, die plötzlich ausgelöscht wurden. Aber auch nur ein bisschen. Warte mal.
Habe ich da was gerade? Ach nee, okay, das war eine Verbindung auf beiden Seiten. Kann man das hier einfach durchlegen? Nee, kann man nicht. Wollte gerade sagen. Genau, das hier. Von der Richtung her stimmt das? Ja. Wenn ich das jetzt hochlegen möchte, dass die anderen da halt noch drunter durchkommen, das wäre vielleicht ganz nett. Dass da keine Kreuzung stattfinden muss. So, wunderbar. Das geht hier gerade so. Das ist super. Und wenn man das jetzt halt noch in wirklich ausgiebig und kompliziert macht, dann kann man damit wirklich interessant aussehende Stellen machen. Mit Tendenz zu furchtbar kompliziert aussehenden Stellen. Ort ist bereits belegt. Das liegt daran, weil dann... Ist da ein Pfeiler? Doch, da ist ein Pfeiler. Ja, das geht. Ja. Das geht. Das kriegen wir hin. Wo ist der Pfeiler genau? Nicht darauf, nein. Das soll doch wohl funktionieren hier, oder nicht? Eine schmalere Straße bringt an der Stelle jetzt auch nicht wirklich was. Warte mal, ich muss mal anders machen. Ich muss das Stück hier... Es ist immerhin schön, dass die ganzen Straßen meistens relativ gut vorhanden bleiben. So, das hier kann mal gerade so raus. So, genau so. Und das hier... Oh, warte, das muss noch anders. Den machen wir das mit dem Tool mal. Das geht nicht direkt. Ich kann das bis dahin machen und dann... Nee, komme ich da nicht ran. Von hier aber vielleicht... Ja, Moment, ich muss nur richtig treffen. Knaller. Ist ein leichter Knick drin, aber ich denke mal, das passt schon. Da guckt schon keiner so genau hin. Problem ist, ich muss jetzt auf der Seite das irgendwie auch wieder verbinden. Verdammt. Mist. Naja. Dann muss ich wahrscheinlich echt... Wie mache ich das denn? Da... da ist jetzt die Bahn im Weg. Kriege ich die Bahn da vielleicht noch ein bisschen... dichter daran. Das wäre vielleicht mal ganz nett. Bahn. Das ist jetzt... Ja, ich weiß nicht, wie spannend das ist. Aber es gehört da halt zu. Da komme ich... Ja. Das ist ganz knapp so nicht passend hier. Ups. Nax. Verdammt. Manno. Ich will, dass das geht. Kann man sich, glaube ich, vorstellen, oder? Das geht. Ja, aber ist es jetzt genauso wie vorher, oder was ist da los? Ich glaube nicht so ganz, aber es ist auch nicht unbedingt schön. Ah, ach, guck mal. Ach, guck mal. Wer möchte denn da zur Straße geführt werden, hä? Huh? Ach, ist das hübsch. Moment. Ja, herrlich. Es könnte wesentlich schöner sein, aber es geht. Wehe, das geht jetzt nicht. Da. Moment. Das ist jetzt filigranst Arbeit. Hier, komm, gib mir direkte Verbindung. Ich will da hoch. Von hier komme ich da hoch. Von hier komme ich da nicht ran. Oh ja, nicht schön. Überhaupt keinesfalls schön. Ach Mensch, hätte ich wahrscheinlich von hier einfach da hochlegen sollen. Hätte wahrscheinlich... Ja, ich möchte das nicht, dass hier so viele Kreuzungen sind. Es ist nicht schön, aber es ist okay. Ja, ich denke mal, das geht. Ja, es ist super. Tipptopp. Waren das nur diese zwei? Nee, noch eine mehr. Ich wollte gerade sagen. Kann nicht sein, dass wir schon fertig werden. Wir können auch sagen, hier... Da muss man eh nicht wirklich nach draußen. Machen wir es mal so. Da kann man ruhig eine schöne Schranke hinmachen. Die geht sehr spät zu, muss ich da gerade sagen. Aber es ist hübsch. Kann man einfach hier stehen, kann man das beobachten. Lalala, lalala, lalala. Na, wann geht die denn zu? Ach, die geht doch früh genug zu. Also eine Sekunde vorher ungefähr. Also falls man sich da verlaufen sollte, ne? Ich würde wegrennen. Früh genug. Oh, das ging aber reibungslos. Ich glaube, sobald man hier die ganzen... Na, funktioniere. Sobald man hier die ganzen Sachen ordentlich gesetzt hat,
geht das auch alles. Das ist, ja, das ist nicht schön, aber es ist selten. So. Da nochmal rüber wäre echt ganz nett. Hier kann man, au, da muss auf jeden Fall geradeaus einmal durchgezogen werden. Die armen Häuser, ich mag es immer nicht, Häuser abreißen zu müssen. Aber ich meine, sie hätten ja auch woanders bauen können, mal so gesehen. Das ist ja, ich meine, es ist ja jeder freiwillig hier, ne? So. Das mit dem Einsnappen mache ich mal wieder an. Das ist manchmal hilfreich, manchmal überhaupt nicht. Komme ich da... Doch, das geht, das geht. Ja. Auch so eine Tendenz, wobei hier ist nicht viel los. Noch nicht. Wenn hier oben alles vollgebaut ist, dann würde sich das wahrscheinlich ein bisschen ändern. Den ganzen Stromquatsch kann ich auch schon mal abreißen hier. Weil das hier oben durch die Bürogebäude angebunden ist. Hoffentlich genügend. Na. Nein, noch nicht. Das war knapp. So. Also sobald hier das Zeichen ist, dass da eine offene Verbindung ist, da ist dann entsprechend auch beim Strom das der Fall. Das ist schon ganz praktisch. So. Nein, falsches Tool. Ich muss nur noch mal die ganzen Hotkeys hier raussuchen für die ganzen Funktionen. Da hat nämlich fast alles auch eine eigene Taste. Oder man kann zumindest... wie mache ich das denn hier? Oder zumindest vieles hat eine eigene Taste, das geht schon mal. So, wunderbar. Nicht schön, aber selten. Wie gesagt, das kommt leider ziemlich oft vor. Dann kann ich das hier unten eigentlich auch nochmal aufkacheln, ne? So ein bisschen hier ranklatschen. Komme ich direkt daran? Ja, komme ich. Sehr gut. Ob die da so direkt an der Autobahn so wirklich glücklich sind, weiß ich nicht. Ich muss nochmal wirklich nach dem nach dem Baumpinsel suchen. Dann kann man da die ganzen Brandbereiche von der Autobahn mal entsprechend vollpinseln. Das wäre doch mal ganz nett, dass man da Bäume hat. Das bringt auf jeden Fall was im Sinne von... Also soll angeblich der Lärmbelästigung helfen. Also dass die nicht stärker wird, sondern dass die weniger wird. Und ich weiß es nicht genau. Ich habe es noch nicht getestet so genau. Das wäre natürlich schön. So, ich mache es mal ein bisschen kantiger hier. Will ich da durch? Machen wir es mal so. So, zur Mitte. Kann man hier vorne dann noch was abzwacken. Ja, das geht. Hier zwischendurch noch eine kleine Straße, wobei die machen wir hier hin. Könnte man sogar sagen, dass das hier vorne nochmal abgeht. Das wäre vielleicht ganz, na, ganz sinnvoll. So rüber, darüber. Wunderbar. Zwischendurch, ja, dass da so ein paar kleine Stellen frei sind, ist mir gerade mal ziemlich schnuppe, ehrlich gesagt. Hier kann man auch nochmal drunter durch. Das ist nämlich der schöne Teil hierbei. Da auch nochmal so weit hin. Ach, jetzt ist da plötzlich der Zug weg. Warum auch immer. So, jetzt kann man da an der Bahn alles schön hier vollbauen. Könnte man noch eine weitere Straße machen hier. Aber nee. Also unter Autobahnen wollen sie nicht bauen. Das habe ich schon mal herausgefunden. Wenn man irgendwo eine Brücke drüber klatscht, darunter die Gebäude verschwinden fleißig, gemeinerweise. Ich meine, ich werde auch nicht mit zufrieden, wenn da plötzlich über mir irgendwie Autos langfahren würden, über meinem Wohnzimmer. Wäre jetzt nicht so unbedingt mein Traumwohnort. Wenn ich weiß, aha, da oben passiert hin und wieder mal ein Autounfall. Was weiß ich. Wäre jetzt nicht so meins. So, schwupps. Das ist jetzt mal sehr kreuz und quer gerade. Ich weiß immer noch nicht so ganz. Ich mache das alles wirklich nach Gefühl hier. Das ist nichts mit System. Das ist, also es fließt trotzdem. Ne? Hier die ganzen unterirdischen Sachen sind eigentlich vollkommen Schnuppe. Mal ehrlich gesagt. So, ein kleines Pärkchen zwischendurch. Passt hoffentlich hier irgendwo noch hin. Ah, siehst du mal. Ja, doch, Spitzenort. So ein kleinerer Park geht immer. So, und die Frage ist, was machen wir hier hin? Wohngebiete, die haben wir relativ viele. Also ich habe den Eindruck, dass wir im Vergleich, also die Wohngebiete im Vergleich zu dem ganzen anderen Rest sind relativ wenig. Also dass gar nicht so viel gewohnt werden will, sondern vielleicht sogar die ganzen Arbeiter von außen kommen. Ich weiß es nicht genau. Hier sind halt die... Oder die Wohngebiete, dass das alles so Hochhäuser sind, dass das entsprechend... vielleicht haben die da einfach auch mehr Wohnplatz als Büroplatz zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Ich mache hier nochmal so ein bisschen Bürokrempel hin.
könnte man da auch noch machen, aber ich, ja, man muss ihn nicht übertreiben. Hier beim Park machen wir nochmal Wohngebiet, wobei ist neben der Autobahn jetzt auch nicht so der Knaller. Oder das ist ja keine Autobahn, das ist eine Schnellstraße. Machen wir es mal so. Da auch nochmal bis hier vorne meinetwegen. Und dann nochmal das Zeug hin. Hier drinnen will ich das nicht haben. Da kann theoretisch ein Haus stehen. Ich glaube allerdings, dass die Leute da eher so mittelglücklich werden. Behaupte ich. Man könnte die Zugstrecke überall hier hochlegen, theoretisch. Ich will es aber damit eigentlich nicht übertreiben, mit dem hochgelegten Dasein der Welt. Füße hochlegen, schön. Welt hochlegen ist anstrengend, ne? Deswegen machen wir es meistens eher nicht. So, Wohngebiet, wunderbar. Hier Shopping Malls bis zum Umfallen. Hier auch nochmal. Ja, komm, hier ganz durchziehen. Passt schon. Könnte man sogar... Ach, da unten ist kein Strom, das ist egal. So, das hier ist sowieso auch schon ein Shopping-Zentrum mäßig. Die stört auch hier die ganze Pampe auf dem Boden nicht. Das passt schon. Büro brauchen wir gerade mal nicht. Da würde ich nochmal Wohngegend machen. Einfach aus Gefühl heraus. Da nochmal Shopping. Shopping, das war doch mal so ein... Ah ne, der hieß Shoppinghauer. So. Ja, könnte man hier hinten noch so ein bisschen Bürokrams machen. Oder ich ziehe das mal hier vorne hin. Büro. Schwupps. Haben sie neue Gebiete. Wunderbar. Oder könnte man auch hier direkt überall machen, ne? Dass man diese langen Stellen als Bürozeugs hat. Wobei das gefühlt eher als Gewerbe geeignet wäre, ne? So, dass man hier runterkommt und hat dann direkt so eine schöne ganze Straße, dass man überall schön einkaufen kann. Warte mal, ich mach das hier mal weg. Das gefällt mir nicht. So, dass hier nicht nur Büro in der Mitte ist. So, machen wir es mal so. Ich gucke mal eben hier, wie sieht's aus mit... Was haben wir hier schon alles gebaut? Platz der Toten, ja, können wir machen. Hier, Transportturm wäre nett. Einkaufszentrum der Mäßigung, können wir mal machen, ne? Wir sind natürlich weit entfernt von mittelmäßig. Gemäßigt darf aber trotzdem werden, sag ich mal. Können wir sogar... Ja, wo machen wir es mal hin? Da, wo am besten noch nicht gebaut ist. Hat so ein bisschen Lärmprobleme, ne? Das ist, könnte ein bisschen nervig werden. Kann man das hier drinnen bauen? Nein, natürlich nicht. Ich mach das mal dahin. Das freut die Leute auch, erstaunlicherweise. Wasser haben sie da oben noch nicht. Okay, das ist schlecht. Ich belege nochmal den ganzen Bereich hier mit Watte. Weil Watte hat, das hat er. Und so hat er jetzt auch was zu trinken. Derjenige. Wesen. Das ist jetzt ganz schlecht hier, wenn so ein kleines Zipfelchen nur noch unbelegt ist. Man muss da trotzdem eine komplette Leitung bauen. Das ist immer ein bisschen nicht sehr zufriedenstellend, sag ich mal. So, wunderbares... es ist nicht wunderbar. Es ist nicht sonderlich schön. Das Einkaufszentrum. Nicht so recht. Wäre schöner, wenn es ein bisschen schöner wäre. Aber es gibt halt noch andere. Na, hier gibt es dann noch... Hier das Transportding ist schön. Quelle von Leben und Tod. Können wir theoretisch... Ja, können wir hier unten eigentlich machen. Na, da haben sie noch bisher noch gar nichts. Wäre mal zumindest ein ganz netter Ort. Machen wir es mal direkt hier drinne. So. Wehe, die freuen sich nicht. Tod ist toll. Ich meine, Leben ist toll. Genau, hier haben wir noch so ein paar Sachen. Offizieller Park. Großes Einkaufszentrum. Ist ein ziemlicher Klotz. Macht aber ordentlich Laune. Also das könnte man noch machen. Hier unten im im Industriegebiet natürlich nicht. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ich finde die Form, die neue Form ist jetzt durchaus nett. Da kann ich so einigermaßen mit leben. Ich habe genau, wow, genau richtig dran vorbeigebaut. Das war gezielt. Meine Güte. Moment. Was haben sie da gemacht? Oh, das war die Straße. Huch, hoppla. Die Dryerstraße. So. Stadtrom. So, noch einer dazwischen, dann passt das auch. Da sind sie da angeschlossen. So, irgendjemand ist wieder aufgestiegen, das ist schön. Hier in der Mitte kann man sich was überlegen. Da kann ich leider nicht allzu viel hinbauen, das ist ein bisschen blöd. Müssen wir mal schauen, wie man das macht. Die Gebäude werden durchaus höher. Also das kann man nicht anders sagen. Die sind zwar noch nicht auf höchste Stufe hier, aber es entwickelt sich, ne? Also die Tendenz ist nach oben. Hier sieht man es auch.
die wollen da was. Erhöhen Sie den Bodenrichtwert, um die Verbesserung von Gebäuden zu ermöglichen. Der Bodenrichtwert steigt durch Parks, Plätze und gute Dienstleistungen. Also wenn man hier noch ein bisschen mehr... Hier sind gar keine grünen Straßen, sehe ich gerade mal. Wenn wir hier nochmal die Dinger reinklatschen, wäre das vielleicht... Dann parken da nicht so viele Autos. Ich weiß nicht, ob die das freut. Auf jeden Fall freuen sie sich, dass hier die Straßen bebäumt sind. Das ist immer gut. Ich muss mir mal angewöhnen, direkt die neuen Straßen hier auch immer mit den bebäumten Sachen zu bauen. Weil das finden die schon ziemlich cool. Ich meine, ich wäre auch froh. Gut, wenn die ganze Stadt damit belegt ist, weiß ich nicht. Dann fände ich es wahrscheinlich irgendwann langweilig. Dann würde man sich wahrscheinlich irgendwann freuen. Nee, hier stehen aber keine Bäume. Ich kann beim Longboard-Fahren mal nicht überall gegenknallen. Kann ja sein, ne? Ich weiß ja nicht. Warum gibt es hier keine offiziellen Longboard-Strecken? Mal so gesehen. Das fehlt eigentlich noch. So, können wir es mal so machen hier. Ja, hier bei den Büros ist das vollkommen egal. Wie gesagt, falls jemand von euch eine Ahnung hat von diesem Spiel und auch mir sagen kann, wie man denn von den Büros hier das komplett hochknüppeln kann. Mehr Dienstleistung. Was heißt mehr Dienstleistung? Das würde ich gerne mal wissen. Was sind alles Dienstleistungen? Bei den anderen stand hier was mit Parks und sowas. Aber es ist der Bodenrichtwert. Das sind nicht die Dienstleistungen. Und welche öffentliche Verkehrsmittel und sowas. Ich weiß nicht, ob die damit alle mit reinspielen werden. Habe ich nicht so die richtige Ahnung, ehrlich gesagt. Wir können die U-Bahn aber hier nochmal ein bisschen fortsetzen. Machen wir hier nochmal eine Haltestelle hin? Das wäre vielleicht ganz nett. Na, eine Haltestelle. So, an der Ecke vielleicht. Boah, wo machen wir den mal hin? Machen wir den mal dahin. Dann kann ich von hier das jetzt da direkt anschließen. So, ich versuche das jetzt wirklich so ein bisschen netzartiger zu machen, dass die einzelnen Ableger so nach außen gehen. So, das ist wunderbar. An manchen Stellen kann man dann entsprechend durchfahren. Aber dass man hier quasi so ein... Es ist nicht wirklich rund, aber dass man hier dann das nach draußen zieht. Ich kann aber auch sagen, hier kommen, dann machen wir verschiedene Strecken. Jetzt breche ich schon wieder meine eigenen Vorsätze, das ist toll. So. Das passiert irgendwie viel zu schnell. Da eine hin, da eine hin, was weiß denn ich? Hier noch eine hin. Die Ausrichtung davon kann man leider nicht so, ich glaube man kann die nicht steuern. Nicht so ganz. Ist ein bisschen schade. Aber so ist das Leben. Manchmal etwas unausgerichtet. Ort ist bereits belegt. Wovon? Offenbar nicht genügend. So, da einmal rüber. Ich nehme mal das andere Tool hier. Wobei, nehme ich gar nicht. Das da einmal rüber hier. Wunderbärchen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wir können dann noch mal anschauen, wie viel Prozent denn hier diese ganzen öffentlichen Verkehrsmittel, wie viel die denn eigentlich bringen. Können wir nochmal einen Blick dann da hinwerfen irgendwann später. Ja, das ist auch fast hübsch. Hat jetzt super nicht funktioniert mit dem Spinnensystem. Wir haben auf jeden Fall hier ordentlich Bildung, ordentlich Einwohnerzuwachs. Genau, wir müssen bei der Bildung nochmal schauen hier. Hier oben sind sie alle dumm wie sonst was. Aber so ist das Leben. Manchmal muss man auch mal dumm sein. Hier fehlt auch an Kapazität. Aber auch an sehr verschiedenen Stellen. Das ist der gemeine Teil jetzt dabei. Vielleicht, ja, wenn wir hier unten noch ein bisschen Wohngebiet schaffen wollen, wäre es vielleicht sinnvoll, das Ding hier hinzuwerfen. Dann haben sie hier so ein bisschen mehr Zugang. Und hier oben ist auch überall genau nichts. Das heißt, ich knall hier mal noch eine hin, oder? Schön auf die frisch gebauten Gebäude hier. Nee. Hurray, wir feiern Richtfest. Oh, das Haus muss weg. Mist. Ach so, Feuer haben sie da oben auch gar nicht. Ne? Gesundheit haben sie auch nicht. Nee, da haben wir... Was haben die eigentlich, ehrlich gesagt? Verbrennung von Leichen funktioniert super. Feuerwehr. Das ist ein bisschen mau gerade mal. Wenn ich das hier an so eine Seitenstraße vielleicht legen würde, wie wäre es damit? Kriege ich das hin hier? Ja, doch. Geht direkt zum Einkaufszentrum hier. Das kann ich denn, da kann ich dann hier die Feuerwehr hinwerfen. Das wäre doch mal nett. Ich weiß nicht, ob die Straße groß genug ist, um da wirklich überall den Zugang dann zu unterstützen. Große Feuerwache.
können wir dann auch für den ganzen Bereich hier wieder haben, theoretisch. Machen wir es so, sind wir mal großzügig. Wir haben ja genug Kohle gerade mal. 22.000 haben wir plus. Das sollte erstmal reichen. Hier, Kriminalität ist auch überhaupt nicht vorhanden. Ich mache da trotzdem mal so eine schicke Kaschemme hin. Das passt schon. Bildung haben wir gerade gemacht. Gesundheit. Können wir auch ein Krankenhaus hier oben direkt irgendwo ranmachen. Weil das auch einen tierischen Radius hat. Doch, hier kommen. Direkt am Kreisel. Schön am Autobahnkreisel. Da, wo man sich schön ausruhen möchte. Das ist... So macht man das. Ne? Ja, ich kann nachts nicht schlafen. Vielleicht liegt es an den 3000 Autos pro Minute. Vielleicht. Und da... Ui, da steigen sie aber... Hallo, steigen sie da auf. Die ploppen ja aus dem Boden wie Pilze. Unter Idealbedingungen. Okay, da sind sie aufgestiegen gerade mal. Das geht aber super gerade. Sensationell. Ich bin gerade wirklich begeistert. Falls man das nicht merkt. Ist hier noch alles belegt mit den Gebieten? Ja, noch sieht gut aus. Ja, ist schön. Achso, hier. Warum das auch immer nicht war. So. Wunderbar. Das war schön. Ich fühle mich gerade ein bisschen befreit. Mental. Und anders. So, bevor ich hier wieder Feierabend machen wollte, die Folgen, irgendwie, die Aufnahmen gehen immer so fix rum. Ich weiß nicht, was da los ist. Ach so, eine richtige Schienenstrecke, also eine Großbahnstrecke können wir auch nochmal hier durchlegen. Hier an der Seite vielleicht. Dass man damit dann hier vorne vielleicht nochmal eine Haltestelle macht und dann kann man auch da wieder dass die Züge anschließen, dass man hier so quer durchfahren kann. Wäre vielleicht nett. Oder dass man das dann hier nochmal eine Kreuzung macht und nach unten legt vielleicht. Dann kann man hier auch wieder rumgehen und das dann anschließen. Also hier nochmal so einen kompletten Schlenker drum macht, um die verschiedenen Haltestellen. Kann man hier... Ach so, genau. Kann man hier vorne dann auch nochmal eine richtige... Noch eine richtige Passagieranlegestelle machen. Das wäre nochmal cool. Das fände ich gut. Und es entwickelt sich wirklich prächtig hier. Prachtiösestens. Durch die dicken Straßen sieht es auch nochmal ein bisschen interessanter aus, hier durch den gebogenen Teil. Und das hier. Da wird gefahren wie verrückt. Meine Güte. Dass denn ja nicht schwindelig wird. Gut, ist die Geschwindigkeit ist auch gerade hochgeprügelt. Genau. Das hier. Linie. Klops. Flop. Ploink. Zusch. Bäum. Uff. Abgeschlossen. Dazwischen ist ein Teil nicht belegt. Hier fliegt ein Flugzeug vorbei. Könnte man gucken, vielleicht andersrum, dass man hier nochmal so eine... Da steigen sie auch wieder auf, ne? Das ist toll. Vielleicht sind ja wirklich hier die öffentlichen Verkehrsmittel wichtig dafür, dass die Bürogebäude aufsteigen. Machen wir noch eine andere Linie hier, darum. So. Einfach mal so eine ganz kleine hier. Vielleicht hilft das. Vielleicht finden sie es lustig. So, ich muss noch eben checken hier. Kreise. Oh. Okay. Das sieht sehr schön aus. Finde ich ja lustig gerade mal. Falls man das nicht merkt. Ist es wirklich so kompliziert, hier hinzukommen? Offenbar schon. Was habe ich denn da gemacht? Ich könnte gucken, ob ich von hier eine Straße vielleicht nochmal darüber lege. Vielleicht wäre das sogar die Lösung, dass das hier so ein bisschen weniger kompliziert wird. Aber das sah gerade hübsch aus, ne? Ein bisschen. Das ist ein bisschen sehr seltsam hier. Ja, da will doch jeder unbedingt Bus fahren. Das ist toll. Ich weiß nicht, ob das alles wirklich sinnvoll verlegt ist hier. Da wird schon wieder was über Autobahn gefahren. Ist ja auch an sich nicht schlimm, muss man dazu sagen. Vielleicht können wir es gucken, dass wir keine von den Strecken hier direkt durchlegen vielleicht. Dass wir die Haltestellen immer außenrum platzieren. Obwohl, das sieht schon cool aus, ne? Ich mag es auch einfach, den Verkehr zu beobachten, wenn er hier einfach mal fleißig durch die Gegend fließt. Das ist schon schick. Eine breite Straße wäre, glaube ich, ganz nett, weil dann haben sie da ein bisschen mehr Platz zum Parken vielleicht. Das wäre jetzt arg übertrieben vielleicht. Ja, vor allem, die meckern schon wieder hier mit den ganzen Häusern. Ja, mein Haus ist kaputt. So, machen wir es so. Da sind sie traurig. Oh. Ach, guck mal, Moment. Da können wir auch das... Hier, komm. Wenn wir schon dabei sind.
Manchmal muss man leider vorhandene Gebäude abreißen, damit man an neuen Stellen, also damit man Sachen für die anderen Gebäude, die da bleiben, optimieren kann. Es wäre auch höchst sinnlos, hier drinnen Häuser zu bauen. Wobei, das sähe cool aus, ne? Allerdings möchte ich da nicht wohnen. In einem Verkehrskreisel wohnen. Beziehungsweise in einer Verkehrsstraßenbrezel wohnen. Ich glaube nicht. Hier ist irgendwas wieder schiefgegangen. Das kann aber daran liegen, dass ich immer entsprechendes umgebaut habe. War das richtig? Ja, doch war's. So, das wird sich schon entwickeln, das passt schon. Man kann gucken, dass man hier vielleicht mal die, den Bodenrichtwert ein bisschen erhöht, also dass man hier die, na, dass man hier den, den ganzen Krams hier erhöht. Hier vielleicht noch eine Straße durch. Und ich baue, glaube ich, von Anfang an immer viel zu dicht beieinander, habe ich den Eindruck. Also zwischendurch mal irgendwie einen Grünstreifen halten, wäre vielleicht schon mal ganz nett. Vielleicht in Zukunft. Das sind aber dicke Gebäude hier. Das sind mega Shopping-Center, siehst du mal. Hier ist alles richtig gemacht. Die steigen auch noch so halbwegs auf. Das ist gut. Das ist die Höhe, die ich dann irgendwann hier haben will. Das sieht dann auch entsprechend nach einer richtigen Stadt aus. Und da fehlt es an Wasser. Wasserverfügbarkeit. Hier Pumpe. Wo sind sie? Da sind sie. Flops. Es geht zum Glück tierisch schnell. So, wunderbar. Haben wir das geschafft? Ich würde sagen, ich mache Feierabend für heute. Es wäre vielleicht mal sinnvoll, dass wir beim nächsten Mal gucken, dass wir hier noch weitere Stadtteile machen mit verschiedenen Gebieten, die man da dann macht. Also, dass man hier verschiedene Richtlinien, Dienstleistungen, Besteuerungen und Stadtplanung macht. Wäre vielleicht ganz praktisch. Ich muss mal gucken, was davon am sinnvollsten ist. Ansonsten gefällt mir das schon ganz gut hier. Ich bin mal wirklich gespannt, wie sich das hier entwickelt. Macht man hier nach außen dann auch so ein bisschen spinnenmäßig, spinnennetzmäßig ein paar Schlenker und dann wird's bestimmt hübsch. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Adieu.